Friends und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich dachte mir, es gibt heute mal wieder ein Food Diary. Ich habe euch mal wieder durch einige Tage in meinen Wochen, in den letzten Wochen mitgenommen. Genau, da die letzten Wochen kein Food Diary kam, sind es ein paar mehr Tage. Das Video ist ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist nicht schlimm und ihr freut euch. Und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Good morning in the morning. Bei mir gibt es wieder Cornflakes. Ich habe hier wieder Kakao. Düsi-Dinger, Rice Krispies und Fruit Loops mit Hafermilch und genau. Dann geht's gleich ins Training. Ich habe gerade schon ein bisschen Küche aufgeräumt und draußen wird tatsächlich gerade unsere Terrasse angefangen zu machen. Das Problem ist nur, der arbeitet da die ganze Zeit vorm Fenster und guckt halt, also kann halt direkt reingucken, deswegen ist mir voll unangenehm, aber ich bin hier sicher in der Ecke. Ja, jetzt hört ihr es auch. Aber dafür ist unsere Terrasse hoffentlich bald fertig. So, Freunde, bei mir gibt es heute Pasta mit Pesto und Burrata drauf. Millie ist heute Abend ein bisschen unterwegs, deswegen bin ich hier alleine. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und Millie liebt momentan Burrata, deswegen haben wir immer Burrata zu Hause. Ich würde sagen, das gibt's jetzt. Boah, ist das geil. Oh mein Gott, ich liebe Burrata. So, Freunde, sieht ein bisschen traurig aus, aber bei mir gibt es noch ein Wrap mit Frischkäse und Nutella. Richtig geil. Ich hatte gerade schon einen Chunky Cookie. Und jetzt chill ich mich ein Bettchen mit Bounty. Übrigens, Zwischenstand unserer Terrasse. Finde ich ja toll, ne? Ist ja bald fertig. Aber Garten sieht noch nicht so toll aus, aber die Terrasse immerhin schon. Und da kommt ganz viel Sonne drauf. Finde ich super. Na, Bounty findest du auch super, ne? Ja. Das nehme ich mir jetzt mit und dann geht's ins Bettchen. Good morning. Ich bin ja immer noch alleine. Millie kommt heute Nacht wieder. Ich bin jetzt mein Zimmer geflogen, weil an unserer Terrasse gerade der Bauarbeiter arbeitet und wir haben keine Vorhänge. Heißt, ich fühle mich da ein bisschen beobachtet. Und ich habe auch das Fenster vorhin aufgemacht und der hört halt sehr laut Radiomusik und singt die ganze Zeit mit bei Wrecking Ball, Driver's License. Fühle ich aber. Ich würde am liebsten mitsingen, aber ein bisschen komisch. Ich werde jetzt gleich in einen Kaffee gehen, denn wir haben gestern kein WLAN bekommen. Da die Bauarbeiten hier noch sind, ist das noch nicht richtig verlegt und wir können noch kein WLAN hier haben. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern, dass wir irgendeinen Ersatz haben, weil wir arbeiten beide von zu Hause aus. Geht einfach nicht. Deswegen fahre ich jetzt einen Kaffee, damit ich mein YouTube-Video für euch hochladen kann. Trinke natürlich auch noch einen Kaffee nebenher. Ist ein netter Nebeneffekt. Und ich mache mir jetzt aber kurz erstmal was zu frühstücken und dann zeige ich euch das nochmal. So, bei mir gibt es wieder Cornflakes mit Milch. Genau, freue ich mich drauf. Und die Cornflakes passen immer zu meinen Nägeln. Einfach die bunten Kringel, liebe ich ja. Ja, genau, die gibt es jetzt und dann geht's ins Kaffee. So, Freunde, ich bin weg aus dem Kaffee. Ich war da ja ein bisschen am Laptop arbeiten, habe mein Video hochgeladen. Hat alles wirklich funktioniert. Da werde ich jetzt öfters hingehen, solange wir noch kein WLAN haben. Da ist auch eine richtig entspannte Atmosphäre und der Eiskaffee ist da sehr groß, das finde ich auch mal gut. Jetzt habe ich mir Toast gemacht mit Pute und so Geramon. Das ist so ein neuer Geramon mit Scheiben. In Scheiben mit Skier. Schmeckt richtig gut. Ich habe nämlich da schon eine Ecke probiert gehabt. Deswegen habe ich gerade die angebissene Scheibe noch draufgelegt. Und genau, dann geht es mit Bounty raus. Und dann wird weitergearbeitet. Genau. Ich weiß nicht warum, aber ich vergesse euch in letzter Zeit immer zu zeigen, was ich snacke. Ich habe jetzt gestern Abend und heute Mittag einen Lindstick hier gesnackt. Diesen Salted Caramel, den hat mir nämlich Mama mitgebracht, in so einem WG-Abendpaket. War jetzt nicht beim WG-Abend gegessen, aber zwischendurch. Und genau, das wollte ich euch eigentlich nur mitteilen, weil ich das sonst die ganzen Tage jetzt voll vergessen habe. So Leute, aus einer neuen Perspektive heute. Wir stehen nämlich beide auf den Stühlen. Hi. Wir machen hier einen Girls-Abend, italienischen Girls-Abend und haben hier richtig geilen Salat gemacht. Wir haben Focaccia, wir haben Burrata, wir haben Antipasti, Antipasti-Creme und geil. Fehlt noch was. Was denn? Zwei Italiener. Ah ja, genau. Also einer zumindest. Ja. Okay. Wir probieren jetzt noch die Mochis von Hitchis. M-O-T-C-H. In saurer Apfel. Oh, meine Kamera ist ganz schön dreckig. Oder liegt es an dir? Ich weiß es nicht. Dreckige. Die Erdbeere waren schon sehr lecker. Ich bin gespannt. Tschüsschen. Ich sehe, Laura's YouTube-Videos ist immer so schlimm aus. Weißt du, wie das hat eine Konsistenz von Genitalbereichen. Kein Wort. Gute Nacht. So, good morning, friends. Bei mir gibt es Cereals. So die Moor-Schoko-Dinger und die Kakao-Düsis mit Kokosmilch. Und für uns geht's gleich ins Gym. So, Freunde, bei mir gibt es jetzt, nachdem es gerade ein Flexpresso gab, Toast mit so Geramon und Puder und Gurke. Bei Millie gibt es auch Toast aus dem Airfryer. Okay. Nachdem ich gerade einen Wrap gegessen habe. Richtig. Ein Chunky Cookie. Richtig. Aus dem Food Diary. Leute, wir sind endlich hier bei Rich and Greens gelandet. Ich war das letzte Mal hier
als wir den Mietvertrag unterschrieben haben mit Millie. Ja, geil. So, bei mir gibt es noch ein Protein-Milchreis, also den Rest von gestern, mit Schoko-Cereals. Und genau, das soll ich mir jetzt schmecken und dann schlafe ich wahrscheinlich bald ein. Ich bin irgendwie nicht so ganz fit. Ich hoffe, das ist morgen weg, weil am Wochenende geht es ja nach Frankfurt zum OAS-Event. Und genau, eigentlich wollen wir auch morgen früh zum Yoga. Das ist ja auch entspannt, deswegen da gehen wir auf jeden Fall hin. Aber Samstag will ich auf jeden Fall Leg Day machen. So, good morning. Bei mir gibt es Bananenbrot mit Wasser und Sirup. Und hier gibt es Müsli und auch das restliche Bananenbrot ein bisschen Mango noch. Und gleich geht's an den Strand, weil heute werden 31 Grad und der UV-Index liegt heute bei 7. So, Freunde, bei mir gibt es jetzt noch so Gemüse, so französische Gemüsepfanne. Das hat Millie sich vorher gemacht und den Rest snacke ich jetzt. Und so ist ab. Ich mache mir hier gerade in der Pfanne noch meinen geliebten Wrap mit Frischkäse-Pesto-Mozzarella-Füllung. Und ja, es ist einfach nur so geil, wenn das nachher geschmolzen ist. Das ist so, so wild. Aber jetzt esse ich kurz das Gemüse auf. Ich habe auch gerade gar keinen Bock, das warm zu machen. Ich esse es jetzt einfach kalt. Und genau. So, Freunde, es gibt jetzt noch einen Nachtisch-Wrap mit Frischkäse-Marmelade. Und ja, morgen früh, also ich werde mich wahrscheinlich heute nicht mehr melden. Ich werde aber noch irgendwas snacken, wahrscheinlich einen Proteinriegel oder so. Morgen früh geht es direkt nach Frankfurt. Ich hoffe, dass ich morgen wieder 100% fit bin. Denn morgen Abend steht das OA Summer Event an. Wir feiern nämlich in Jans Geburtstag rein in Frankfurt. Und das Motto ist White Boho, Boho, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall zeige ich euch dann morgen an mein Outfit. Ich nehme euch natürlich auch ein bisschen mit. Und ja, deswegen verabschiede ich mich erstmal für heute, weil unser Zug morgen um 10 geht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, Freunde, ich möchte mich auch mal wieder zurück. Wir sind mittlerweile in Frankietown angekommen. Wir sind jetzt im Agaco Steakhouse. Was vor dann? Wir haben nämlich richtig Hunger. Und heute wird es sich gegönnt, würde ich sagen. Und dann geht es zum Hotel, fertig machen und dann schon zum Event. Sehr gut. Ja, ne? So, wir haben jetzt schon mal Brot bekommen. Mit so Dips. Wir brechen jetzt Brot. Wir brechen jetzt Brot. Wo sind die, sieht voll geil aus, die Scheinwerfer? Wie heißt das nochmal? Okay. So, Leute, wir haben jetzt unser Essen. Wir haben jetzt Pommes, Steak und Salat. Und wir haben gerade schon. Genau, wirklich auf Diät. Nein, da kommt eins. Und wir haben gerade schon Brot gesnackt. Das war richtig lecker. Wir sind hier jetzt brunchen. Wir haben ultra scheiße alle geschlafen, weil neben unserem Hotel einfach eine Baustelle war. Ja, ich gefühlt in unserem Hotel. Also es war, dann gibt es jetzt erstmal Kaffee und gleich kommt unser Essen und dann müssen wir auch schon zum Bahnhof. Das ist jetzt unser Bagel mit pochiertem Ei, Frischkäse. Es sieht so geil aus mit Avocado. Das sieht smash aus. Ich liebe das Brot. Geil. Danke. Und hier haben wir den Bagel auch nochmal mit Hollandaise. Mit Hollandaise. Geil. Wir lassen es uns jetzt schmecken. So, Leute, es gibt noch ein Pistazien-Croissant. Sieht so geil aus. Oh mein Gott, I can no more. So, Freunde, wir sind wieder in Köln angekommen. Bei mir gibt es jetzt Abendessen und zwar Gemüse und Protein-Wraps mit Käse und Pesto gefüllt. Richtig, richtig geil. Und ja, das soll ich mir jetzt schmecken. Millie ist wieder babysitten, die kommt später wieder. Genau. Und wir müssen ganz dringend einkaufen, habe ich gemerkt. Wir haben jetzt absolut nichts mehr im Kühlschrank. So, bei mir gibt es jetzt zum Nachtisch noch Protein-Cereals. Ich habe gerade irgendwie mega Bock auf Cornflakes. Und genau, das soll ich mir jetzt schmecken. So, good morning. Bei mir gibt es zum Frühstück Cornflakes. Richtig geil mit White Chocolate Drops. Und das soll ich mir jetzt schmecken und dann geht's ins Gym mit Vicky. So, Freunde, bei uns gibt es jetzt nach dem Training hier Laugenknoten mit Jeramon, Käse, Puder, so Reste aufstrichen. Und ich freue mich drauf. Ich liebe Laugenknoten. Das ist so geil. Bei uns gibt es jetzt vom Yoga noch Reis mit Gemüse und Burgersoße und Ketchup. Hammer. Lecker. Hammer lecker. So, Freunde, bei mir gibt es jetzt noch eine Quarkbowl mit so Protein-Vanillepudding und diesen Kakao-Kringeln von Seitenbocher. Bei den Doggos hatten auch gerade ein bisschen Quark. Na, Manti, was lecker? Ja, man sieht es dir noch an. Genau, und sonst habe ich gerade die ganze Zeit Klavier gespielt. Das ist halt auch schon einfach 22 Uhr, weil ich die ganze Zeit gespielt habe. Und genau. So, good morning. Bei mir gibt es heute mal Toast zum Frühstück. Irgendwie habe ich voll Bock auf Toast. Mit Pute, Frischkäse, Marmelade. Und ich mache mir wahrscheinlich gleich noch eins mit
Nuss-Nougat-Creme. Freue ich mich drauf. So, bei uns gibt es jetzt mal wieder Laugenknoten mit Gurke, Erdbeeren, Aufstrich. Wir haben so ein Feta, so eine Feta-Creme gekauft. Die riecht extrem nach Knoblauch. Und das lassen wir. Nee, nach Knoblauch. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Hello Friends, Mitte ist jetzt wieder Babysitten. Ich habe gerade meine UAs voll fertig hochgeladen und alles fertig gemacht. Es war wirklich ein voller Tag heute mit Aktionen über Aktionen und Vorbereitung. Und ja, auf jeden Fall gibt es jetzt einen Stadtsalat-Bowl. Ich zeige euch mal kurz. Wir haben unten Reis, dann haben wir Grillgemüse, dann haben wir Blumenkohl, Zwiebeln, Gurke, Tomate, Hähnchen, Tortilla, Chips und nochmal Zwiebeln habe ich schon genannt, ne? Ja, ich glaube, das war's. Und da kommt jetzt noch Sour Cream drauf. Ich hatte mir bei Stadtsalat noch einen Obstsalat bestellt und das vegane Bananenbrot ist nämlich neu. Und ich habe schon probiert, das ist ultra lecker, schmeckt wie so ein richtig saftiger Nusskuchen. Und ja, den Obstsalat kenne ich schon, der ist mit Cashews und Leinsamen und Hanfsamen. Und der ist richtig lecker. Das snacke ich jetzt noch. Heute gibt es zum Frühstück Cornflakes. Es gibt einmal Seiten. Boah, ich habe einfach bis 10:30 geschlafen. Und hier, das sind High Proteins und von Kaufland. Erste Sahne habe ich gekauft. Dann gibt es Erdbeeren geschnitten von mir. Dann haben wir Chunky Flavor da drüber. Flavin Tasty da drüber. Cocox Milk. Kokosreisdrink, damit es dann auch gut schmeckt für den Flavor mit dem Chunky Flavor. Dann gibt es hier noch die Choco-Drops, weil dann ist der Drops gelutscht. Und das wird Laura jetzt verspeisen unter meiner Aufsicht. Ich werde aufpassen, die ganze Schüssel auf ist. So, bei uns gibt es jetzt heute für jeden eine halbe Salami-Pizza. Die ist richtig geil, das ist eine von Kaufland. Und Gemüse. Bei mir das gleiche. Sieht richtig wild aus. Ich habe noch Sour Cream, ein paar Gewürze und Ketchup. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Good morning. Für mich geht's gleich ins Gym. Und jetzt gibt es erstmal Cornflakes mit Schokodrops drin, mit den letzten dunklen. Die sind hier irgendwo in White Chocolate Flavin Tasty. Deswegen sind hier so weiße Schokostücke drin. Und Kokosmilk. Genau, das gibt's jetzt. Und dann geht's in der Lecke. Hello Friends, ich bin jetzt wieder übers Wochenende alleine. Mit kommt Sonntagnacht wieder, die ist nämlich ein bisschen unterwegs. Und ich war jetzt gerade im Leg Day. Es hat richtig gut getan und zwar auch richtig gut. Und jetzt habe ich mir bei Rewe noch was zu essen geholt. Wir sind wirklich drauf hängen auf diesen Laugenknoten. Wir holen uns irgendwie immer, wenn wir vom Gym kommen, diese Laugenknoten bei Rewe. Die sind so geil. Ich weiß nicht warum, es ist so geil. Wir haben ein bisschen Gemüse aufgeschnitten und ein paar Aufschnitte. Dann gehe ich nachher auf jeden Fall ins Café, um ein Video hochzuladen, weil wir immer noch kein WLAN haben. Und mein Internet auch schon wieder fast leer ist, deswegen gehe ich ins Café. Aber ich finde es auch eigentlich mal ganz entspannt, alleine ins Café zu gehen. Das macht man eigentlich viel zu selten, mal so für sich was zu tun. So nicht nur mit anderen dahin gehen zu können, sondern auch alleine. Ist echt ganz entspannt, sage ich euch. Müsst ihr mal ausprobieren. Und genau, das ist der Plan für heute. Und dann mal gucken, was der Tag so bringt. Gibt es Toast, weil das mal weg muss. Das ist noch das, was Millie gekauft hatte. Das ist schon ewig im Kühlschrank, aber ist noch gut. Mit Pute und zweimal mit Frischkäse und Marmelade. Und mal gucken, ich glaube, gleich esse ich noch eins mit Nuss-Nougat-Creme und versuche dran zu denken und es euch zu zeigen. So, bei uns gibt es jetzt mal wieder Laugenknoten mit Gurke, Erdbeeren, Aufstrich. Wir haben so ein Feta, so eine Feta-Creme gekauft, die riecht extrem nach Knoblauch und das lassen wir. Nee, nach Knoblauch. Und das lassen wir es jetzt schmecken. So, Freunde, bei mir gibt es jetzt Abendessen. Es gibt einmal eine Gemüsepfanne mit Frischkäse, Roasted Onion Gewürz und Sauerrahm Gewürz. Das schmeckt so gut. Oh mein Gott. Und wieder Wraps mit Frischkäse und geriebenem Mozzarella. Es ist so lecker. Boah, es schmeckt so gut. Ich bin so süchtig danach und es geht halt so schnell und einfach. Ich mache das immer, wenn ich alleine bin und keine Idee habe, was ich kochen soll. Ich lade mein YouTube-Video hoch, das lädt schon seit 5 Stunden. Aber es muss halt über Hotspot alles laden. Genau, das gibt's jetzt. Und dann geht's mit den Hundis raus. Hallo, mit euch beiden. So, Freunde, bei mir gibt es dieses High-Protein-Eis. Habe ich mir heute bei Rewe mitgenommen, weil ich mal wieder richtig Bock drauf hatte. Das ist so lecker, so Karamellswirl drin. Aber Hauptsache, ich sitze hier im Pulli, weil es einfach zu kalt für Eis ist heute. Aber ich habe richtig Bock. Good morning. Bei mir gibt es Toys für auf.
Hör auf! Bei mir gibt es Haferflocken mit Cornflakes, Schokodrops und getrockneter Mango drin. Und dann geht es für mich ins Training. Ich bin noch unsicher, ob ich Leg Day oder Oberkörper mache. Und danach geht es sich sonnen, weil heute der UV-Index wieder bei 7 liegen wird. Und genau. So, Freunde, ich war gerade bei Rewe und habe mir so eine überteuerte Joghurt-Obst-Bowl geholt, weil ich so Bock auf Obst hatte, weil es so warm ist heute. Und eine Brezel und eine Cola und ich habe dafür über 7 Euro bezahlt. Das ist einfach super teuer. Das hat 5,50 Euro gekostet. Naja, egal, ich freue mich drauf. Freunde, oh, ich habe noch eine Minute, die ich filmen kann. Es gibt Cornflakes, wir haben keine Milch mehr, deswegen gibt es ein Flexpresso mit Wasser gemischt als Milch, Haferflocken und Cornflakes, die letzten, die wir haben. Genau, Bombe und dann geht's ins Gym. So, wir sind zurück vom Gym. wo hast du jetzt das schaffen müssen? Sorry, lass es! Naja, auf jeden Fall gibt es hier wieder Laugenknoten, Weintrauben, Gemüse, eine Mozzarella und Pute, genau, und blaues Wasser. Perfekt. Hello Friends, ich bin jetzt wieder alleine zu Hause, weil Millie unterwegs ist. Und ich habe erstmal hier die Bude ein bisschen aufgeräumt, sauber gemacht. Irgendwie brauchte ich das jetzt mal. Ich habe richtig viel Pappe zerkleinert, dass unser Wohnzimmer endlich mal auf Vordermann kommt. Und ich habe mir etwas richtig Geiles zu essen gekocht. Freue ich mich sehr drauf. Und zwar Pasta mit Champignons, Bohnen und einer Frischkäsesoße mit so Sauerrahmgewürz und so. Es schmeckt so göttlich. Ah, und Mozzarella ist noch drin geriebener Mozzarella. Und ja, es schmeckt einfach so geil. Oh mein Gott, ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Ist ganz einfach gemacht, aber Frischkäse als Soße ist richtig underrated. So, Freunde, long time no see. Ich habe mir mal wieder eine Pancake Bowl gemacht mit dieser Pancake-Mischung von ESN im Neutral Flavor und habe das Ganze mit Erythrit und Kirschgrütze getroffen. Und das glaube ich mir jetzt schmecken. Hatte ich schon lange nicht mehr, aber ich habe es vermisst. Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben, natürlich ein Abo da nicht vergessen. Und schaut sehr gerne auf Instagram vorbei, um mehr aus meinem täglichen Leben zu sehen. Da nehme ich euch immer mit. Und genau, ansonsten sehen wir uns am Mittwoch zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.